Heute verrate ich dir drei Anzeichen, woran du erkennen kannst, dass du kurz vor deinem Durchbruch stehst. Hallo meine Liebe, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem sehr, sehr wichtigen Thema, was mich tatsächlich auch sehr persönlich beschäftigt hat über die letzten Wochen, könnte man schon eigentlich sagen. Diejenigen, die mich auch auf Social Media verfolgen, haben es wahrscheinlich gemerkt, ich bin ein bisschen in den Rückzug gegangen, weil einfach super viel passiert ist, weil ich wirklich auch für mich persönlich durch die Ziele, die ich mir ausgerufen habe, für Feminis, für mich persönlich, für mein Leben, einfach auch in eine ganz tiefe Transformation gegangen bin. Und bei manchen ist es ja so, ne, die haben diese Transformation und gehen dann raus. Und ich bin aber eher so eine, ich ziehe mich dann zurück und brauche einfach mal so ein bisschen diese Zeit für mich. Und deswegen war es auch Social Media technisch etwas ruhiger um mich in den letzten Wochen. Aber jetzt bin ich wieder mit voller Energie da und mit voller Power da und habe für mich einfach wahnsinnig viele Erkenntnisse aus den letzten Wochen gezogen, was bei mir passiert ist und wo ich auch weiß, dass es gleichzeitig bei ganz vielen anderen Frauen so passiert, wenn sie eben für sich Dinge in ihrem Leben verändern. Und auch, wenn sie sich zum Beispiel große Ziele setzen. Und vielleicht kannst du dich erinnern, ich habe ja Anfang des Jahres gesagt, ich gehe dieses Jahr für die 10 Millionen Umsatz hier bei Feminas. Und das war natürlich auch ein Ziel, sag ich mal, was jetzt nicht so klein war. Also auch das hat so ein bisschen mein persönliches Money-Mindset gesprengt, im positiven Sinne gesprengt und hat so krasse Prozesse in dem Moment ausgelöst, dass man auch, ich sag mal, dem Körper eine gewisse Zeit geben darf, also eigentlich nicht nur dem Körper, sondern auch dem Geist eine gewisse Zeit geben darf, um da auch hinterher zu kommen. Also das heißt, wenn du spürst, hey, und ich habe so in den letzten Wochen tiefe Entscheidungen getroffen, was ich für mich persönlich verändern möchte, finanziell verändern möchte, beruflich verändern möchte, gesundheitlich verändern möchte, dann ist es ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel für sich, auch in diesem Prozess liebevoll mit sich zu sein. Und nicht, wenn man eben das Gefühl hat, boah, okay, jetzt kann ich gerade irgendwie nicht mehr rausgehen oder habe nicht mehr so diese Energie und dieses Strahlen, sich dann in diesem Moment auch noch zusätzlich zu verurteilen und zu sagen, nein, bei dir stimmt was nicht und es darf nicht sein und du musst in deiner Energie sein und du musst jetzt rausgehen, weil das war ganz klar auch die Erlaubnis, die ich mir in den letzten Wochen gegeben habe, wirklich mal in den Rückzug zu gehen, um aus dieser Stille und aus dieser Zeit mit mir selbst heraus noch viel mehr zu erkennen, wo geht denn jetzt eigentlich meine Reise hin? Was will ich in meinem Leben und in meinem Business und was will ich eben nicht mehr haben? Und das ist so was Wertvolles. Das heißt, so als einleitende Worte, wenn du dich auf den Weg gemacht hast, egal wie groß jetzt deine Pläne sind, deine Ziele sind, deine Visionen sind, ich will das gar nicht bewerten, aber wenn du dich auf den Weg gemacht hast, weil du gesagt hast, hey, da wartet irgendwie was Größeres auf mich und du merkst, du kommst in einen Struggle, dann mach's nicht noch schlimmer, indem du anfängst, dich selbst zu verurteilen, dich selbst zu bewerten und diesen Zwang haben zu müssen, trotzdem immer 1A zu funktionieren. Weil dieser Zwang, immer funktionieren zu müssen, ist das, was am Schluss unsere Energie killt. Und unsere Energie ist das, was unseren Erfolg bringt. Ich sage ja immer, Energie ist gleich Erfolg. Und wenn du nicht in deiner Energie bist und dann ohne diese Energie rausgehst, dann merken das natürlich die Menschen da draußen. Egal, ob es deine Familie ist, ob es deine Freunde sind, ob es deine Community ist. Die Menschen spüren das. Und deswegen ist es auch okay, sich mal zurückzuziehen. Und was ich daraus jetzt so aus diesen letzten Wochen des Rückzuges für Erkenntnisse gewonnen habe, woran ich jetzt auch gemerkt habe, wow, okay, krass, jetzt ist mein nächstes Level da, jetzt ist mein Durchbruch da, das ist das, was ich mit dir teilen möchte, um dir einfach Mut auf dem Weg zu machen.
Und das Erste, woran ich es gemerkt habe, war wirklich, ich war in einer krassen Energie, als ich mir das Ziel gesetzt habe, bin wirklich voranmarschiert sozusagen, habe mir aber in dem Moment nicht wirklich die Zeit für mich genommen, um zu reflektieren. Und dann habe ich gemerkt, weißt du, das kannst du dir so vorstellen, du bist jetzt irgendwie, was weiß ich, am Joggen, du rennst einen Berg hoch und du startest und hast voll die Power und voll die Kraft und machst weiter, 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 machst dazwischen möglicherweise zu wenig Pausen, also so ging es mir. Ich habe zwar immer mal Pausen gemacht, aber in den Pausen habe ich ehrlich gesagt dann wieder neue Ideen kreiert und was weiß ich, weil ich so on fire war und das war auch gut so. Auch das will ich nicht bewerten. Ne? So, und dann merkst du, wenn du dann zwischendurch auf dem Weg, ne, zum Berg keine Pausen machst, umso weiter du den Berg hochgehst, umso anstrengender wird es irgendwann. Du wirst irgendwann aus der Puste sein. Und irgendwann wird dir die Energie runtergehen. Das heißt, wenn du jetzt vielleicht gerade an dem Punkt stehst, wo du merkst, oh, ich habe irgendwie gerade nicht mehr so die Energie, ich bin voll, mit voller krasser Energie gestartet, aber jetzt geht es gerade irgendwie, ne, sinkt's ab. Erlaub dir mal, eine Sprintpause zu machen. Erlaub dir auch mal, eine Woche oder zwei Wochen oder was auch immer es gerade braucht, mal einen Gang zurückzuschalten und vielleicht, ne, anstatt dass du sagst, okay, ich sprinte jetzt weiter, einfach mal weiter gemütlich den Berg hochzulaufen, bis du wieder, ne, in deiner Kraft, in deiner Energie bist und dann kannst du wieder ansetzen. Ja, also das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass du kurz vor deinem nächsten Level stehst. Und wahrscheinlich denkt jetzt die ein oder andere, hä, wie, warum, wie, wenn ich jetzt keine Energie mehr habe, stehe ich kurz vor meinem nächsten Level? Ja, genau, das ist so. Und wir bewerten diese Sachen, die jetzt nicht so gut im Außen laufen, oft als etwas sehr Negatives. Aber gerade wenn solche Dinge sind, ist es eher ein Zeichen dafür, dass du kurz vor deinem nächsten Level stehst. Und genauso der zweite Punkt. Manche haben körperliche Erscheinungen. Bei mir zum Beispiel, mir ist letzte Woche, ein bisschen hörst du es vielleicht noch, ich habe keine Stimme mehr gehabt, weil mir einfach das Leben gezeigt hat, Marina, jetzt machst du eine Pause. Jetzt wurde dir das genommen, womit du eigentlich alles steuerst mit deiner Stimme, ja. Jetzt ist wirklich an der Zeit für so einen Break. Und auch da könntest du die Bewertung drauflegen, hey, ne, ich merke es jetzt irgendwie körperlich, jetzt ist der Weg, den ich gehe, falsch. Aber nein, es ist genau andersherum. Auch da ist es wieder ein Zeichen dafür zu sagen, okay, cool. Jetzt merke ich, jetzt darf ich einfach mal, ne, den Speed rausnehmen, darf langsam weiterlaufen und dadurch erreiche ich dann quasi diesen Berg. Ne? So, oder auch, wenn zum Beispiel eine Angst hochkommt oder viele Ängste hochkommen, viele transformieren, wenn viele Ängste, Zweifel, Sorgen hochkommen und dann denkt man, boah, jetzt bin ich so in der Angst, jetzt habe ich solche Sorgen, jetzt habe ich so einen Struggle, wahrscheinlich ist der Weg nicht der richtige. Aber gerade dann ist oft der Weg der richtige, weil du dann merkst, und ich mache das ja immer mit dem Beispiel mit dem alten Ich, ne? Also du hast ein altes Ich sozusagen und läufst los, läufst den Berg hoch und du verlässt immer mehr das alte Ich. Und umso weiter weg du bist, umso mehr stirbt quasi dieses alte Ich und du wirst immer mehr zu deinem neuen Ich. Aber das alte Ich will nicht sterben. Deswegen fängt das alte Ich an zu rebellieren. Das fängt an zu rebellieren und sagt dir, hey, bleib da, ne? Kreiert dir dann irgendwelche Krankheiten, kreiert dir Ängste, Zweifel, Sorgen, kreiert dir Energielosigkeit, nur um dich quasi davon abzuhalten, jetzt wirklich de facto zu dem Ich zu werden, was sich eben das geilste Leben überhaupt für sich kreiert, ja. Also auch da bewerte, wenn die Dinge im Außen irgendwie nicht so laufen, wie du es dir denkst, bewerte das nicht als das Negative. Und das ist eben auch das dritte Anzeichen, nämlich, dass Dinge im Außen crashen.
dass Dinge crashen, dass Menschen sich vielleicht auflehnen, dass Dinge kaputt gehen. Bei manchen, ne, da geht plötzlich der PC kaputt als wichtigstes Arbeitsmaterial, ne, als Beispiel. Oder irgendwelche anderen Dinge crashen, Widerstände von Familie, Partner, Widerstände vielleicht, wenn du schon eine größere Firma hast, von deinem eigenen Unternehmen, von Mitarbeitern oder wie auch immer. Und auch das ist ein Zeichen dafür, dass du genau auf dem richtigen Weg bist und kurz davor bist, wirklich dein nächstes Level, deinen Durchbruch zu erreichen. Nämlich, wenn alles nochmal hochgespült wird, was du dir letzten Endes anschauen darfst, um für dich die Entscheidung zu treffen, ich gehe trotzdem weiter. Und das sind alles Ablenkungsmanöver, Ablenkungsmanöver von deinem alten Ich. Und wenn du nicht mehr auf diese Ablenkungsmanöver hörst, sondern das für dich framest und sagst, hey, alles, was mir jetzt im Außen passiert, ist ein Geschenk für mich, denn dadurch merke ich, dass ich kurz vor meinem nächsten Level stehe, dass ich nicht mehr lange brauche, bis ich für mich meinen Durchbruch, mein nächstes Level erreicht habe, wirst du merken, die Sachen nehmen dir gar nicht mehr die Energie. Weil was uns die Energie in unserem Leben nimmt, sind unsere eigenen Bewertungen auf die Dinge. Wenn du aufhörst zu bewerten, dann beginnst du viel mehr zu leben, dich viel mehr zu spüren, zu erfahren, viel mehr Freude in deinem Leben zu haben. Und gerade das Thema Freude und Spaß ist etwas, was so unfassbar wichtig ist. Unfassbar wichtig für dein Business, für dich privat und so weiter und so fort. Und deswegen achte immer drauf, dass du Spaß und Freude hast bei den Dingen, dass du sie richtig bewertest, nämlich dass alles, was passiert, für dich ist. Und so hältst du deine Energie. Und deine Energie ist das, was dir Erfolg bringt. Und dazu möchte ich jetzt an der Stelle noch eine kurze Einladung aussprechen, nämlich zu unserer Financial Freedom Experience. Da geht 6 Tage darum, wie du quasi für dich Dinge löst, die dir einfach ja, die Energie rauben, die dir die Kraft rauben, gerade in Bezug auf das ganze Thema Geld. Also ne, bei manchen ist es, die schuften sich ab und verdienen zu wenig Geld. Bei manchen kommt das Geld rein und geht genauso schnell wieder raus. Bei manchen kommt das Geld rein und die haben permanent Angst davor, das Geld zu verlassen. Das Geld zu verlieren. Geld hat so viele Facetten und Geld ist ein wahnsinniger Energieträger, weil Geld ist ja an sich auch nur Energie. Und das heißt, wenn du da für dich auch deine Geldthemen gelöst hast, wirst du merken, in der Partnerschaft, in der Familie, gesundheitlich, beruflich wird es viel, viel besser für dich letzten Endes laufen. Deswegen, wenn du Lust hast, bei der Financial Freedom Experience dabei zu sein, 6 Tage, wo wir wirklich miteinander ganz tief reingehen in dieses Thema. Die 6 Tage sind auch kostenfrei für dich, damit du uns auch erstmal kennenlernen kannst, wie wir arbeiten, wie wir das machen. Und vor allem die 6 Tage werden absoluter Energiebooster für dich sein. Also wenn ich was höre, bei den über tausenden oder auch mehr als tausende Teilnehmer, die ich bis jetzt hatte, war immer das Thema, krass, ich war noch nie in so einer Energie wie in diesen 6 Tagen. Deswegen melde dich kostenfrei an, wir verlinken das und dann freue ich mich auf dich, dass wir ganz intensiv miteinander zusammenarbeiten, sodass du wirklich dir das Leben kreieren kannst, was du dir kreieren möchtest und zwar kompromisslos. Es ist an der Zeit, kompromisslos geil zu leben. Meine Meinung. So, meine Liebe, schön, dass du wieder dabei warst. Ich freue mich auch, wenn du uns eine Bewertung da lässt und einen Kommentar. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.